Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Monkey Island. Beim letzten Mal haben wir den ersten Teil der Prüfung geschafft. Und ja, ich muss sagen, ich nehme jetzt diesen Part schon das zweite Mal auf. Denn ich habe vorhin schon mal eine Stunde lang aufgenommen und da fiel mir dann auf einmal auf, dass mein Mikrofon die ganze Zeit nicht an war. Yay! Ich hätte zwar jetzt nachvertonen können, aber ich habe mir gedacht, kannst du es ja auch gleich nochmal neu aufnehmen. So, daher weiß ich jetzt auch schon, was ich alles machen muss jetzt in nächster Zeit und werde das wohl auch schnell herausfinden. Vor allem jetzt das nächste, was ich jetzt vorhabe. Dafür müssen wir zuerst mal in die Küche, falls der Koch da mal rauskommt hier. Sie beschleunigen, vielleicht mal reingucken. Ey, du darfst hier nicht rein. Ja, ist ja nichts Neues. Nun komm mal raus, alter Sack. Nur los. So. Na bitte, geh doch. Ja. Ich bleib ja schon draußen. Huch. Wo geht der denn wieder rein? Alter, willst du mich verarschen? Oh Mann, ich kann vielleicht irgendwas. Ja, okay. Haben wir noch. Die Tagesordnung haben wir noch. Können wir die vielleicht verbrennen? Ja, den halt nicht. Oder benutze Kamin. Naja. Oh Mann, ich wollte die Tagesordnung da drinnen verbrennen. Ich habe wenigstens mal Platz geschaffen im Inventar. Egal. Alter, der Koch kommt auch nicht mehr raus. Was soll denn das? Oh Mann, ey. Na los, geben wir mal das T-Shirt den schrecklich wichtigen Piraten. Hast du den verlorenen Schatz gewonnen, wie? Bist du ein kluger Junge? Du darfst das nette T-Shirt behalten. Schön. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ja, ich schaue später nochmal rein. Kein Problem, MP. Alter Koch, komm jetzt mal raus. Oh Mann, das hat vorher nicht so lange gedauert. Jetzt brauche ich wahrscheinlich im Allgemeinen so lange, wie ich dafür vorhin für gebraucht habe, bloß. Dass ich jetzt so ewig lange warten muss, bis der Koch rauskommt. Oh. Naja. Was ich mal erwähnen könnte, ist ja, dass das Spiel ja 1990 rauskam und dafür, also meiner Meinung nach, richtig gut ist. Der Koch ist draußen, der Koch ist draußen, der Koch ist draußen. Ja, es ist eins meiner Lieblingsspielereien insgesamt. So. Genau, jetzt wollen wir nicht den Vogel wegkriegen und zwar indem wir einfach hier vorne uns aufs Brett rausstellen. Ein bisschen hochhauen. Na, Zeit braucht immer länger. Immer länger, dachte ich. So, und jetzt können wir den Fisch schnell nehmen. So. Und weg sind wir. Ja, aber es kam zwar 1990 raus, finde ich dafür aber richtig gut. Ich wäre, also es ist ja, gibt ja mehrere Spiele davon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, genau wie viele Teile. Ja, ja, schlechte Vorbereitung von mir, aber egal. Auf jeden Fall 4 Teile, auf jeden Fall. Wovon ich Teil 2 und 3 hundertprozentig auch noch Let's Play werde. Also, nach, wenn ich mit Teil 1 fertig bin, werde ich glaube ich mal gleich dann Teil 2 hinterherhauen. Und danach dann folgend Teil 3. So, wir haben jetzt hier einen Fisch bekommen jetzt. Den können wir uns eigentlich mal angucken. Ja. Schau an Fisch. Dass ich mir Befehle ich bin. Sieht wie ein Hering aus, ja. Gut, wir haben das vergiftete Fleisch. Wir wissen, was wir mit dem vergifteten Fleisch machen wollen, denn da hinten haben wir noch diese coolen Piranhas. Deswegen gehen wir jetzt auch mal zum Haus der Gouverneurin. Da wir da ja das Idol der vielen Hände haben wollen. Wo haben wir es denn? Das vergiftete Fleisch. Geben wir das mal den Hunden. Na, da, fresst. Fresst, ergötzt euch dran. Ja, haha. Oh. Wichtiger Hinweis, diese Hunde sind nicht tot, sie schlafen. Genau. Bei der Programmierung dieses Spiels wurden keine Tiere gequält. Na sicher. Huch. Gucken wir uns die mal an. Sie schlafen friedlich. Naja. Als mehr nicht ist. Gehen wir hier rein. Gucken wir uns mal die Vase an. Eine unbezahlbare Ming. Schön. Das Bild. Ich erkenne den Mann nicht, aber der Hut ist toll. Ja.
So, ich musste ihn gerade mal ganz kurz unterbrechen. Ist aber kein Problem. In der Zeit, die Zeit habe ich genutzt und mal nachgeguckt, wie viele Teile es denn jetzt so insgesamt gab. Und zwar 5. Ja, es gibt 5 Teile insgesamt. Ich dachte jetzt 4, aber egal. Ich finde die ganze Zeit die Befehle, die ich hier haben will. Auch die Bücher an. Keine Zeit zum Lesen. Okay, Guybrush. Ach, öffne mal die Tür da. Ah ja, stimmt ja, die war ja verschlossen. Ganz vergessen. So, jetzt gehen wir dann halt da rein. Wo uns auch gleich der feste Scheintopf folgt. Sieht aus wie ein Job für fester Scheintopf. Ja. Kavum. Homs. Oh, krasse Geräusche. Huch. Die Vase hat er jetzt mitgenommen? Okay, das wusste ich jetzt nicht, so als ich's. Ja, hypnotisiere, so. Was ein Wort. Vorhin, als ich das aufgenommen hatte, da hatte die Vase mitgenommen, ihn dann reingeschickt und dann hat er die Va kam wieder raus und hat die Vase erstmal hingestellt. Ich wusste jetzt nicht, dass wenn er das anders macht, er die Vase mit reinnimmt und benutzt. Ist ja auch interessant. Ja, spielen wir mit dem wahnsinnig gefährlichen Lama. So, also hier können wir jetzt nichts erstmal machen, einfach nur zugucken. Denn in dem Raum dürfen wir leider nicht reingucken. Aber anscheinend sieht es nicht gut aus für Guybrush. Hey, was sind die Bücher? Ein Buch der Witze. Na super. Ja. Übrigens mal so nebenbei, so der Name Guybrush, der ist ja ein ziemlich außergewöhnlicher Name. Und der entstand so, dass während der Entwicklung des Spiels, also die Grafikdatei, war eine Brush-Datei. Und die hieß halt Guy. Also eigentlich dann Guy.brush. Später haben sie sich dann gedacht, ha, das hört sich ja eigentlich ziemlich gut an. Ja, und dann haben sie einfach den halt den Punkt weggelassen und dann Guybrush halt genommen. Und naja, brauchten sich dann halt so auch keinen neuen Namen ausdenken. Hatten ja schon einen. So, das Schloss können wir nicht aufmachen, weil wir etwas dafür brauchen. Cool, einen schweren Stuhl. Benutze schwerer Stuhl mit Scheintop. Ne, mit Sheriff. Ist ja egal, läuft aufs Gleiche hinaus. Das sollte ihn eine Weile aufhalten. Wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Genau, die Feile brauchen wir nämlich. Für diese Feile habe ich, ja, ich weiß jetzt halt, wo ich sie kriege. Habe ich vorhin jetzt auch nicht so lange für gebraucht. Wir haben neues Zeug noch in der Tasche. Das könnten wir uns mal anschauen. Den Heftklammerentferner. Das wird sich nochmal lohnen. Aha, da kommen die ganzen blöden Witze hier. Ja, aus dem Buch der Witze. Die sind für ein Lama gedacht und außerdem ganz voll geschleimt. Nein, danke. Dann guckst du dir das nicht an. Hält alle Nagetiere, aber auch Maulwürfe fern. Schön, das wird sicher Sinn vor Maulwürfen. Gehen wir mal in die Stadt. Und von da aus werden wir ins Gefängnis direkt mal reingehen. Denn mit dem Gefangenen habe ich noch ein Wörtchen zu bereden. So, Alter. Ach, Mann. Ja, halt nicht weiter. Da, ich wollte dir das geben, weil der wollte es ja haben von uns. Hey, das könnte bei den Ratten helfen. Ja, es ist Nagetierspray. Natürlich hilft das. Danke. Hier, nimm den Käsekuchen im Austausch. Meine Tante Tilly hat ihn gebacken. So, den Käsekuchen. Gucken wir uns mal an. Der ist schwer. Ach so, ja, benutzen vielleicht. Da ist eine Feile drin. So, Käsekuchen weg, Feile in der Tasche. Das heißt, wir können jetzt wieder hingehen und uns nochmal in den Raum reinbegeben, denn jetzt haben wir ja die Feile, damit er dann das Schloss aufmachen kann und das Idol sich holen kann. So, Rinde, alte Rinde.
und ab durchs Loch. Springen. Das klappt. Hallo? Wieso klappt das? Öffne das Loch. Hallo, geht er jetzt rein? Guck dir das Loch halt an. Ich sehe nichts Besonderes. Willst du mich verarschen eigentlich? Vorhin bist du auch reingesprungen. Öffne halt die Tür. Ja, die Tür ist verschlossen. Nein, ehrlich. Ich habe die Pfeile. Ich hätte eine Sache. Aha. Er benutzt das Buch der Witze mit dem Reißwolf. Warum? Witziges Konfetti. Eine schwer bewaffneten Clown. Ja. Hui. Freut er sich. Was da drin noch alles ist? Ein Lame mit Wachslippen, schwer bewaffneter Clown. Oh. Ich werde den ganzen Mist wieder los. Ist ja toll. Warum benutze ich Pfeile jetzt mit Nashorns? Fußnägel vom Nashorn. Warum ist da überhaupt Nashorn drin? Wir haben das sagenhafte Idol. Schön. Oh, diese Soundeffekte. Krass. Ja. Das war knapp. Aber immerhin habe ich das Idol. Genau so scheint es. Aber ich bin auch nicht fertig mit dir. Oh oh. Dachtest wohl, du könntest ungeschoren mit dem Idol der vielen Hände abhauen. Sehen Sie, ich kann das erklären. Ich auch. Du hast die Pudel vergiftet. Die schlafen doch nur. Echt mal. Bist hier eingebrochen? Die Tür war nicht verschlossen. Genau, genau die richtige Antwort. Du hast einen wertvollen Kunstgegenstand gestohlen. Nein, nein, das war alles ganz anders. Oh, wirklich? Nun, dann mal raus mit deiner Erklärung. Ja, sie hat gesagt, ich könnte es haben. Eindeutig. Ha! Was geht hier vor? Ich habe diesen Halunken mit ihrem Idol geschnappt gewonnen. Er sagt, dass sie es ihm gegeben hätten. Das stimmt, so war's. Was? Du hast richtig gehört, Fester. Was mir viel mehr Sorgen macht, wie kam der hier rein, während du Wache geschoben hast? Hau schon ab, Fester. Ich regle das hier. Ich kümmere mich später um dich. Ja, mach das mal. Entschuldige ihn. Er ist doch neu. Ich bin Gouverneurin Marley. Gouverneurin Elaine Marley. Also, ich hab dir das Idol gegeben, wie? Entspann dich, Guybrush Threepwood. Ich weiß, warum du hier bist. Glaube mir, du bist nicht der Erste, der es versucht. Obwohl ich sagen muss, dass bisher keiner so weit gekommen ist. So. Mein Speer hat mir von deiner Ankunft berichtet. Ich wollte dich treffen, seit ich deinen faszinierenden Namen gehört habe. Sag mir, Guybrush, warum willst du ein Pirat werden? Du siehst nicht wie einer aus. Dein Gesicht ist zu süß. Oh. Ich verstehe. Nur offensichtlich bist du nicht in der Stimmung für eine kleine Plauderei. Ich nehme an, du hast so viele aufregende Dinge zu tun. Ja, das sowieso. Ich werde Ihnen keine Zeit mehr stehlen, Mr. Threepwood. Sehr nett von dir. Toll, dass du gut sprechen kannst. Wenn ich doch nur mit Frau reden könnte. Ja, ja. So, dann gehen wir mal wieder. Oh no! Wohin willst du denn da, Miss Threepwood? Nee, Threepwood hat er sogar gesagt. Alter, ne? Zisch ab, Fester! Du brauchst wohl etwas Abkühlung. Gib mir dein Schwert. Oha. Oh. Das sieht nicht gut aus. So, Seil und Idol. Das ist das Ende, du Kleiner. Die Tage, an denen du Ärger gemacht hast auf Melee Island, sind vorbei. Meine Pläne für die Gouverneure sind viel zu wichtig und viel zu weit fortgeschritten, um einen Möchtegern-Piraten wie dich im Wege zu haben.